Wir werden in diesem Video das Servoöl an einem VW Passat von Baujahr 2000 wechseln. Wir sehen hier den Motorraum eines VW Passats von Baujahr 2000 mit dem 1.9 TDI Motor. Das ist der Motor ATJ, Baugleitzahl Motor AJM. Wie dem auch sei, in diesem Video werden wir das Servoöl, das sich hier in diesem Ausgleichsbehälter befindet, wechseln. Manche stellen sich die Frage, wieso soll ich das Servoöl wechseln, wenn der Hersteller laut Serviceplan es nicht vorgesehen hat, dass das Servoöl nach einer bestimmten Laufleistung oder nach ein paar bestimmten Jahren zu ersetzen ist, beziehungsweise wenn meine Lenkung überhaupt keine Probleme bereitet. Eine berechtigte Frage. Jedoch sollte man einiges bedenken. Zum Beispiel, die meisten Hersteller rechnen mit einer erwarteten Lebensdauer von 180.000 bis zu 100.000 Kilometer. Danach ist das Auto quasi schrottreif und der Kunde möge sich ein neues Auto kaufen. Aber wenn ihr ein älteres Fahrzeug habt, meistens dann schon über 300.000 oder 400.000 Kilometer, dann sind die Flüssigkeitsstände entsprechend schon aufgebraucht bzw. veraltet etc. Denn man muss auch bedenken, dass ein Servoöl nichts anderes ist als ein Öl, ähnlich wie das Motorenöl oder Schaltgetriebeöl. Es ist ein Öl, es hat Additive und solche Additive sind aufgebraucht nach einer gewissen Laufleistung bzw. nach einigen Jahren, so wie der Flüssigkeitsstand vom Servoöl sich über die Zeit verringern kann und wahrscheinlich auch wird. Denn so ein Servoöl dampft aus. Über die Jahre dampft es aus, es verliert an Flüssigkeitsstand. Deswegen kann es zum Beispiel vorkommen, das war bei uns auch der Fall, dass hier zu wenig Servoöl im Behälter war, obwohl das System komplett dicht war. Also wir haben nirgendwo ein Leck gehabt, aber es war einfach zu wenig Servoöl im Ausgleichsbehälter und die Lenkung hat angefangen, leichte Geräusche von sich zu geben. Das Ersetzen des Servoöls an sich ist nicht kompliziert, es ist an sich einfach und es ist günstig. Wenn man das quasi vorbeugend macht und das Öl nach 200.000 Kilometer ersetzt, entgeht man oftmals einem höheren wirtschaftlichen Schaden, wie zum Beispiel dem Defekt des Lenkgetriebes oder der Pumpe. Deswegen kann ich das euch nur ans Herz legen, wenn euer Auto eine gewisse Laufleistung erreicht hat. Ich empfehle es am besten nach 200.000 Kilometer das Servoöl zu spülen oder mindestens zu wechseln. Und wie das genau geht, werde ich jetzt an diesem Fahrzeug demonstrieren. Die Servoölfreigabe für dieses Fahrzeug ist auf dem Behälter vermerkt. Das ist G002000. Ich werde in diesem Video dieses Öl verwenden von der Firma Fuchs. Dieses Öl ist für dieses Fahrzeug freigegeben. Wir brauchen für dieses Fahrzeug die Freigabe G00200 und wie wir sehen, ist hier die Freigabe vorhanden. Jedoch ist diese Freigabe bereits veraltet und die neuere VW-Freigabe ist die TL52146. Dieses Öl erfüllt beide Eigenschaften und daher werden wir dieses Öl verwenden. Hier ist der Ausgleichsbehälter des Servoöls. Wenn wir es öffnen wollen und es nicht geht, weil es schon lange Zeit nicht geöffnet wurde, dann könnt ihr euch folgendermaßen behelfen. Nehmt einfach einen Lappen, eine Gaswasserpumpenzange und macht es mit der Zange auf. Durch den Lappen machen wir hier keine tiefen Kratzer rein und können den Deckel hier quasi aufschrauben. So, so, so. Ich sehe jetzt schon, dass wir auf Minimum sind. Ich mache das jetzt einfach mal trocken. Schraube es zu, mache es auf, hole es vorsichtig heraus. So, jetzt hat der Fokus sich angefangen. Wir sehen, wir sind quasi auf Minimum mit dem Flüssigkeitsstand. Und da wird es quasi Zeit, entweder aufzufüllen, wobei ich jetzt hierher gehe und das Ganze hier entsprechend absaugen werde. Ich habe die Kamera jetzt etwas anders positioniert, mit der Hoffnung, dass ihr mehr seht. So. Und schon ist die Abdeckung ab. Dann sehen wir auch das System besser. Wir sehen hier den Ausgleichsbehälter. Hier drüben, hier dieser Anschluss hier, das ist die Saugseite. Von hier geht das Öl rüber zur Pumpe, über diesen Schlauch. Das ist der Schlauch, der hier, der dicke, der geht hier runter zur Pumpe. Die Pumpe selbst wird über den Keilriemen mit angetrieben. Über diese Pumpe kommt das Servoöl über diesen Schlauch rüber ins Lenkgetriebe. Man kann das jetzt ein bisschen schlecht erkennen. Hier ist dieser Schlauch, der hier. Und der führt ins Lenkgetriebe. Dort wird das Öl verwendet vom Lenkgetriebe und läuft wieder zurück zur Kühlung. Das sieht man jetzt hier von oben schlecht. Auf jeden Fall läuft vom Lenkgetriebe das Ganze wieder zurück, hier unten durch, zur Front.
Hier ist quasi ein Metallbohren unterhalb des Kühlergrills. Von unten ist das zu erkennen. Und von dem Metallkühler, von diesem Metallbohren, führt das Reserveöl wieder zum Ausgleichsbehälter. Das ist der Anschluss hier hinten, der hier. Das ist der Anschluss zum Pumpe. Von hier wird das gezogen. Und hier hinten, hier kommt das gekühlte Servoöl wieder zurück in den Ausgleichsbehälter. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich werde dazu noch eine kleine Skizze skizzieren und im Video einblenden. Also das ist quasi das gesamte System, wie es quasi aufgebaut ist. Und man hat jetzt quasi zwei Methoden, wie man das wechseln oder spülen kann. Ich werde jetzt zwei Methoden ansprechen und eine Methode werde ich gleich zeigen. Methode 1, ihr könntet das Ganze spülen. Das Spülen ist immer vorzuziehen, weil dadurch bekommt der Restdurst das alte Öl raus und könnt es durch das neue ersetzen. Jedoch ist es mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Die Vorgehensweise ist wie folgt. Ihr braucht dazu am besten zwei Personen. Ihr macht die Rücklaufleitung auf. Das heißt, ihr trennt vom Ausgleichsbehälter den Schlauch der Rücklaufleitung ab. Diesen Rücklaufschlauch, den verbindet ihr oder leitet ihr weiter in eine Ölauffangwanne, also wo ihr das alte Öl herauslaufen lassen könnt. Dann verschließt ihr diesen Anschluss an dem Ausgleichsbehälter von der Rücklaufleitung, damit der Ausgleichsbehälter dicht ist. Dann geht er wie folgt vor. Ihr bockt das Auto auf beiden Seiten an, damit die Vorderachse, die beiden Räder der Vorderachse angehoben sind. Danach setzt ihr eine Person ans Lenkrad. Die zweite Person steht vom Ausgleichsbehälter und beobachtet den Füllstand. Als nächstes startet die zweite Person den Motor und macht eine leichte Drehung nach links oder nach rechts. Dabei wird dieser Stand recht schnell sinken, weil die Pumpe das Öl sofort ins Lenkgetriebe pumpen wird. Sobald der Behälter hier leer läuft und auf Minimum oder ganz unten ist, sofort ausschalten. Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Sofort muss der Motor ausgeschaltet werden, es darf nicht weiter gelenkt werden. Dann wird die Person, die vom Ausgleichsbehälter daneben steht, frisches Öl hier einfüllen. Das alte Öl wird ja durch die Rücklaufleitung in eine Ölauffangwanne sich sammeln. Danach startet ihr wieder den Motor und macht weiter eine volle Bewegung nach rechts mit dem Lenkrad. Und die Person, die vom Behälter steht, muss der anderen Person am Lenkrad immer sagen, Stopp, Motor aus. Das heißt, die Person, die vor dem Behälter steht, die füllt immer frisches Öl auf und achtet darauf, dass dieser Behälter niemals leer läuft. Und das Ganze macht man so lange, bis frisches Servoöl aus der Rücklaufleitung in die Ölauffangwanne läuft und dann seid ihr quasi fertig. Ihr solltet dabei achten, dass ihr eine Drehung nach links und eine Drehung nach rechts durchgeführt habt, damit das alte Öl aus dem gesamten Lenkgetriebe raus ist. Das heißt, darauf solltet ihr achten, das heißt, entsprechend schnell sollte man drehen. Und man muss auch bedenken, dass bei diesem Fahrzeug das gesamte System nur 0,9 Liter sind. Das heißt, nicht mal ein Liter ist im gesamten System. Das bedeutet aber auch, dass euch eine Literdose ausreichen sollte, um das ganze System zu spülen. Das ist die eine Methode, das Ganze zu spülen. Ich mache jetzt die zweite Methode. Denn ich habe keine Lust, hier das Ganze zu zerlegen, dann mit den elektrischen Leitungen hier eventuell noch später noch beim Wiedereinbau einen Fehler zu verursachen. Die andere Methode ist, die werde ich jetzt machen. Ich behelfe mir mit so einer Handpumpe und einem Schlauch hier vorne dran. Ich habe hier eine Ölauffangwanne, habe hier meine Pumpe, die habe ich schon eingeführt, ganz nach unten. Ziehe das alte Servoöl hier hoch. Und drücke es hier raus. So, das ist das alte Servoöl. Es ist auf den ersten Blick stinkt es nach Fisch irgendwie und es ist bräunlich und nicht grün. Es müsste eigentlich grün sein, aber das Servoöl ist schon fast 20 Jahre alt und entsprechend fertig. Ja, der Behälter ist schon leer. So, das lasse ich jetzt kurz hier liegen. Jetzt nehme ich mir noch einen alten Lappen, wische das Ganze hier ab, was hier daneben gegangen ist. Als nächstes schnappe ich mir das Servoöl, das neue, mache es auf. Achtet bitte darauf, dass euch hier kein Dreck reinfällt. So, jetzt füllen wir das frische Öl hier ein. Nein, nicht daneben. Ich überfülle das Ganze hier auch.
Ich habe das Auto jetzt auf beiden Seiten angehoben, das heißt die Vorderachse ist auf beiden Seiten frei. Und jetzt kann ich den Motor starten und werde das Lenkrad einschlagen links rechts. Ich gehe jetzt ins Auto, starte den Motor, mache eine Bewegung mit dem Lenkrad nach rechts. Dann mache ich den Motor aus, gehe hier rüber, sauge das vermischte Öl, also das neue Öl, das sich hier befindet, plus das alte Öl, das gleich zurücklaufen wird. Das Öl sauge ich ab, gebe es in die Auffangwanne, fülle es wieder mit frischem Öl auf, gehe wieder rüber in den Motor, starte ihn, stelle das Lenkrad wieder gerade, dass die beiden Räder quasi gerade stehen, mache den Motor aus und mache das ganze Spiel nochmal. Und das Ganze mache ich so lange, bis ich kein frisches Öl mehr da habe. So, die Räder sind nach rechts eingeschlagen. Das Öl ist hier leicht geschäumt, das heißt, das ist das Öl, das quasi zurückkam. So, jetzt gehen wir wie vorhin auch so vor, dass wir das Öl absaugen. Das meiste frische Öl wurde jetzt angezogen. Das alte, das kam zurück, das noch in den Leitungen war und im Lenkgetriebe, im Kühlungssystem war etc. Das Öl holen wir jetzt quasi aus dem Behälter raus. Hopp, nicht zurücklaufen. So. Und hier raus. So. So, und füllen den Behälter wieder mit frischem Öl auf. Ich tue den Lappen wieder weg, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Jetzt das Ganze wiederholen. Ich mache jetzt den Motor an, stelle die Räder wieder gerade und mache den Motor wieder aus. Die Räder stehen gerade. Jetzt hole ich das ganze Öl wieder heraus. So, Schlauch rein, ganz nach unten und ziehen. So. Okay. Und das Öl rausdrücken. Es ist schon etwas grünlicher. Wir haben jetzt hier ungefähr so gefühlt 400 Milliliter noch. Oder 300 Milliliter. Jetzt gehe ich wieder ins Auto, starte den Motor und mache eine volle Lenkung nach links und mache den Motor sofort wieder aus. Vorhin habe ich nach rechts gelenkt, jetzt mache ich nach links. Und rein in den Ausgleichsbehälter und rausziehen das Ganze. Ja, das wird deutlich grüner. Ist schon quasi wie neu. Aber es ist halt noch vermischt. Wie gesagt, Methode 2 ist quasi eine Notfallmethode, wie ihr das selber machen könnt, ohne eine zweite Person. So, Behälter ist quasi leer bei mir. Der Behälter ist jetzt komplett aufgebraucht. Hier war ein Liter drin. Im gesamten System sind bei diesem Fahrzeug 0,9 Liter. So, die Räder stehen jetzt voll nach links eingeschlagen. Ich gehe jetzt rüber ins Auto, starte den Motor und werde die Räder gerade stellen. So, die Räder stehen jetzt gerade. An sich müsste man hergehen und das Öl hier nochmal absaugen und dann wieder mit dem frischen Öl auffüllen. Jedoch ist die Dose hier bei mir bereits leer. Von daher habe ich quasi Pech gehabt, meine Dose ist leer. So. Wieder unsere Auffangwanne. Jetzt holen wir mal das Öl heraus. Ich erwarte, dass dieses Öl schon grün sein wird. Quasi wie das neue. So, rein zu's und raus mit. Ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. So, wie wir sehen, das Öl, das ich gerade rausgezogen habe, ist bereits recht grün. So, und zurück ins System.
Das sollte, denke ich, schon passen. So. Ich schraube das jetzt mal nicht zu. Und so sehe ich, ich bin weit über Max. Das heißt, ich muss noch etwas absaugen. Und dann saugen wir mal ein Stückchen wieder ab. Okay, und kontrollieren das Ganze nochmal. Eingedreht bis zum Anschlag. Ja, perfekt. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera erkennen. Wir sind quasi auf der Max-Markierung. So werde ich das Ganze jetzt auch belassen. Die Abdeckung wieder drauf. So, Abdeckung sitzt wieder, alles gut, wunderbar. Wie ihr seht, das war an sich die ganze Prozedur. Es ist nicht kompliziert. Methode 1 ist natürlich wie immer vorzuziehen. Eine Spülung ist einfach eine sauberere Lösung. Wie gesagt, das Absaugen an sich kann man machen, wenn man alleine ist oder wenn man sehr schwer an die ganzen Leitungen rankommt. Ich bin alleine gewesen, deswegen habe ich das quasi nach der zweiten Methode gemacht. Aber auch ich hatte Bedenken, das Ganze hier zu trennen, zu lösen. Das Auto ist auch schon 20 Jahre alt. Kann auch sein, dass bei dem Alter die Schellen abbrechen etc. und morgen muss das Auto wieder fahren. Dem bin ich quasi mit Methode 2 entgegengewirkt. Es ist nicht die ganz so schöne Lösung wie das Spülen, aber die zweite Methode funktioniert auch. Von daher müsst ihr entscheiden, wie viel Aufwand ihr da reinstecken möchtet. Ich habe in diesem Video euch quasi zwei Methoden dargestellt, wie ihr das quasi durchführen könnt. Diese beiden Methoden, die ich hier angesprochen habe, könnt ihr an sich an jedem Fahrzeug verwenden. Das heißt, dieses Video gilt nicht nur für den VW Passat, sondern auch bei anderen Fahrzeugmodellen könnt ihr sowas anwenden. Dies war quasi eine vorbeugende Maßnahme hier. Wir haben hier bereits gesehen, der Flüssigkeitsstand war hier auf Minimum. Das erste Öl, das ich hier abgesaugt habe, war nicht grün, es war braun. Und da ist es quasi schon höchste Zeit gewesen, das Öl zu ersetzen, weil es sollte grün sein, dieses Öl, das für dieses Auto vorgeschrieben ist. So eine Pumpe, wie ich sie im Video verwendet habe, die habe ich mir bereits vor ein paar Jahren gekauft. Die hat einige Einsätze hinter sich und ich bin mit der Pumpe auch sehr zufrieden. Ich werde euch was Ähnliches unten in der Videobeschreibung verlinken. Und die Anschaffung von solch einer Handpumpe, ja, die kostet ihr Geld, aber ich kann aus Erfahrung sprechen, so eine Handpumpe lohnt sich definitiv, weil ihr könnt diese Pumpe nicht nur für das Servoöl verwenden, auch für den Motor, fürs Getriebe und alle anderen Flüssigkeitsstände ist es immer wieder hilfreich, manchmal ein paar Sachen abzusaugen oder detailliert und präzise wieder einzuführen. Von daher kann ich so eine Pumpe nur empfehlen, sollte in keiner Garage fehlen. Wenn sie mal gebraucht wird, ist sie dann da. Ansonsten, das war an sich die ganze Prozedur. Wie ihr gesehen habt, ist das nicht kompliziert, ist in 20 Minuten erledigt, wenn man das alleine macht. Und ihr tut euch in Hinsicht eures Geldbeutels einen Gefallen, dem Fahrzeug sowieso, weil ihr vermeidet dadurch, durch das Ersetzen des Servoöls, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf lange Sicht gesehen, einen größeren Schaden, zum Beispiel den Schaden an der Servopumpe oder am Lenkgetriebe. Denn wenn die beiden Komponenten kaputt gehen, dann ist der Aufschrei groß, die Kosten sehr hoch und auch aufwendig. Und diese Prozedur soll dem Ganzen vorbeugen. So ein Liter Servoöl kostet nicht die Welt, je nach Hersteller und wo ihr es bezieht, zwischen 13 bis 20 Euro. Es ist also alles sehr im Rahmen und es ist auch recht schnell gemacht. Man muss dafür auch keine Werkstatt aufsuchen. Ihr könnt euch quasi selbst so behelfen und eurem Auto etwas Gutes tun, damit die Technik auch lange Jahre weiterhin funktioniert. Das soll es jetzt aber gewesen sein und genug von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es hilft euch weiter.